Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Pandemie, die Corona-Zeit erschöpft uns alle. Aber besonders erschöpft sie natürlich die, die sich einsetzen für die Kranken, die auf den Intensivstationen arbeiten, die auch sonst ihren Dienst tun in den Impfstationen, da wo wirklich viel Mühe aufgewandt wird, um diese krisenhafte Zeit miteinander zu gestalten. Und deswegen ist es mir ein großes Anliegen, uns ein großes Anliegen, denen zu danken, die sich jetzt gerade in dieser weihnachtlichen Zeit einsetzen für andere und für andere da sind. Und ich grüße auch, wir grüßen alle, die jetzt in dieser Zeit allein sind, die eigentlich Weihnachten anders feiern wollten und traurig sind. Wir wünschen allen, dass sie diese Tage gut miteinander erleben können. Dieses Weihnachten ist für viele ein angespanntes Weihnachten, ein nervöses Weihnachten. Wir diskutieren übers Impfen. Die Risse gehen bis in die Familien hinein. Gerade in dieser Situation ist die Weihnachtsbotschaft so wichtig. Sie ist rettend. Denn Gott wird Mensch. Mit Gott kommt die Mitmenschlichkeit in die Welt und gibt uns diese Liebe, diesen Respekt vor den anderen, diese Achtung vor den anderen ins Herz, die es möglich macht, auch bei unterschiedlichen Meinungen miteinander zu reden, einander zu sehen, einander beizustehen. Das ist die Kraft der Weihnachtsbotschaft. Gerade in Bayern gibt es die große Tradition der Krippen und es gibt sehr typische Krippendarstellungen. Das eine ist der Stall, das kennen wir, das andere ist die Höhle. Aber das andere ist die Ruine. Seit Jahrhunderten ist das ein sehr typisches Modell, die Krippe aufzubauen. Also ein zerstörtes Haus, das Haus der Gesellschaft, das Haus der Kirche, das Haus des Volkes Gottes und in der Mitte die Geburt dieses Kindes von Bethlehem. Und damit ein Zeichen der Hoffnung, wie wir gerade vom Herrn Landesbischof gehört haben. Ein Zeichen der Hoffnung, dieses Haus aufzubauen, nicht Zerrissenheit stehen zu lassen. Auch die Kirche, die Gesellschaft zusammen gemeinschaftlich aufzubauen. Das ist es, was uns Weihnachten sagen will. Und in der Mitte einer manchmal ziemlich zerfallenen und der zerfallenden Welt ist neues Leben da und ein Leben, das uns von Gott geschenkt wird. Dass Gott Mensch wird, ist eine ungeheure Botschaft, eine ungeheure Hoffnungsbotschaft, dass die Liebe in die Welt kommt und niemand kann sie mehr auslöschen. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Lasst uns diese Mitmenschlichkeit im Umgang miteinander zeigen. Lasst uns dieses Licht der Hoffnung in unseren Herzen spüren und weitergehen. Und lasst uns dann ins neue Jahr gehen, begleitet von diesem Licht, das diesen Weg in das neue Jahr hell erleuchtet. Wir wünschen Ihnen von Herzen ein gesegnetes, ein hoffnungsvolles Weihnachten. Manche fragen uns, woher nehmt ihr eure Hoffnung, ihr Christen? Ich sage oft den Satz, wenn Gott Mensch geworden ist, dann ist es gut, ein Mensch zu sein. Das heißt, dann haben wir einen Zuspruch, dann ist es auch gut, unser Leben anzunehmen, auch in dieser schwierigen Zeit, weil wir nicht allein sind. Von Herzen wünsche ich Ihnen, wünschen wir Ihnen allen und allen an Ihrer Seite ein gesegnetes, schönes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr.